Die Forschung hat festgestellt, dass wir im Prinzip einen grundsätzlichen Baufehler im gesamten Wirtschafts- und Gesellschaftssystem haben. Wir haben eigentlich geglaubt, wenn der Arzt den Eid des Hippokrates verspricht und ein Richter uns verspricht, für uns Bürger, für Frieden und Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Und ein Lehrer uns verspricht, tatsächlich für unsere Kinder die beste Vorbereitung auf das Berufsleben herzustellen, dass er das dann auch tatsächlich tun könnte und würde. Das hat sich aber in der Forschung als der größte Irrtum aller Zeiten herausgestellt. Weil es einfach so ist, dass sie in unserer Gesellschaft überall versteckte Fehlanreize haben, die eigentlich das Gegenteil erzeugen zu versuchen. Der Arzt kriegt dann am meisten Geld vom Krankenhaus als Bonus, wenn er eine Operation bei ihnen durchführt, die nicht sie brauchen, aber das Krankenhaus das Geld braucht. Das ist korrekt, ja. Und das schadet ihnen. Der Richter kriegt dann eine hübsche neue Assistentin, wenn der Berg auf der Schreibtisch immer voller wird, weil die Täter immer Wiederholungstaten begehen. Und je mehr er Täterschutz praktiziert und je weniger er Opferschutz praktiziert, desto erfolgreicher wird er subjektiv, weil er immer mehr Personal um sich herum bekommt, das ihm hilft. Und dadurch hat er quasi letztendlich, verliert er nach und nach das Gefühl für die Menschen, für die Opfer. Und die Täter fangen an, immer mehr unterschwellig seine Freunde zu werden, weil sie seine Geschäfts- und Erfolgsgrundlage sind. Und das müssen wir beenden. Und der Lehrer, der also sozusagen schlecht unterrichtet und irgendwelche ideologischen Fantasieprojekte verfolgt, die dazu führen, dass der heutige Abiturient noch nicht mal mehr so gut ist mit dem Lesen, Schreiben und Rechnen wie der frühere Hauptschulabsolvent nach 9 Jahren Schule, der erlebt dadurch einen Karriereaufschwung, weil dadurch die Gesellschaft immer noch nach mehr Lehrertum schreit. Die Leute brauchen noch mehr Nachhilfelehrer. Die Kinder brauchen dann quasi noch eine gesamte Universitätsausbildung, bis sie am Ende vielleicht wenigstens mal lesen und schreiben und rechnen können. Zugespitzt. Es gibt an den Universitäten, es gibt Nachschulungskurse. Korrekt, ja, das ist alles korrekt. Das Problem liegt doch zunächst einmal in dem System Geld. Weil alles auf dem Altar des Geldes geopfert wird. Alles. In der Wirtschaft sowieso. Würden Ihnen jetzt aber die Professoren widersprechen, weil Sie sind an den Evolutionspunkt. Gut, dass wir das jetzt ansprechen. Denn ich habe gerade gestern mit jemandem ein Interview gemacht, wo es klar nochmal wurde, die Professoren gehen davon aus, dass nicht die Erfindung des Geldes uns das Genick gebrochen hat, sondern davor war noch etwas anderes. Die Erfindung des Tausches, aus dem dann der Tauschhandel wurde. Und dann wurde das Eigentum erfunden und vor 40.000 Jahren dann das Geld dazu erfunden. Aber das Problem liegt schon im Tauschhandel. Das ist ja nichts anderes als eine andere Form von Geld. Ob ich jetzt Waren tausche oder ich tausche Geld gegen Ware, es ist ja nur ein Transportmittel, das Geld. Aber es geht immer um das Gleiche. Und das Eigentum, das steht hinterm Geld. Weil wer Geld hat, hat Besitz und wer Besitz hat, hat Macht. Und Geld bedeutet nichts anderes als Macht. Jetzt widersprechen Ihnen wieder die Professoren und sagen, unsere Entdeckung ist aber das Gegenteil, dass nämlich der Handel die Ursache ist für Eigentum. Weil der Händler hat ein großes Interesse, dass Eigentum überhaupt erstmals eine Rolle spielt in der Evolution. Ja? Also das heißt, aus dem Handel ist das Eigentum hervorgegangen und aus dem Eigentum dann auch später das Geld und so weiter. Aber der Handel ist das Problem. Und zwar ist das Grundproblem so, dass eben der Händler, das sage ich Ihnen aber gleich, ich schließe nur meinen ersten Punkt erstmal ab, nämlich dass der Richter muss, jeder Bürger sollte, wenn er das möchte, in Zukunft Sicherheitsgefühlnoten abgeben. Und ein Richter muss für einen bestimmten Stadtviertel eine Zeit lang zuständig gemacht werden, genauso die Staatsanwälte und genauso die Polizistenmannschaften. Und dann wird geguckt, wie sich die Sicherheitsgefühlnoten der Bürger entwickeln. Und daran hängen alle Belohnungen in Zukunft ab. So wie es in der Schule zum Teil schon gibt. Aber kein Rating durch Einschätzung, sondern nur, wie sicher fühle ich mich. Das ist ja
eine Einschätzung. Also ja, aber es ist kein Rating, wie gut finde ich den Richter, sondern nur, wie geht's mir. Wie fühle ich mich? Ja, ich weiß es von einem Freund, der in den USA als Professor gearbeitet hat. Der hat uns erzählt, dass es dort Standard ist, dass die Studenten die Professoren beurteilen. Ja, raten. Und der Professor, wenn er ein schlechtes Rating hat, zwar nicht weniger verdient, aber zum Beispiel nicht mehr aufsteigt. Da sagt, das ist ein ganz anderer Druck als hier. Hier sitzt er an der Uni, er ist jetzt pensioniert inzwischen. Ne? Er sagt, hier ist es an der Uni wie alles in Watte gepackt. Also es ist Sicherheit. Muss ich Ihnen leider an einem Punkt wieder versprechen, vollkommen richtig, was Sie sagen, aber die Professoren würden Ihnen jetzt wieder an einem Punkt widersprechen. Die würden sagen, solch ein subjektives Rating, das ein Schüler oder Student seinen Lehrer beurteilt, kann auch manchmal bedeuten, nur dass er sich ärgert über eine schlechte Note und dann den Lehrer falsch beurteilt. Deswegen würden die Professoren und die Lehrer gleichermaßen mit einem komplizierten statistischen Verfahren am beruflichen Einstiegserfolg und Einstiegsgehalt des Absolventen bemessen. Das heißt, je besser, höher die Gehälter sind der Absolventen, desto mehr Belohnung für alle, die in dem Laufe der gesamten Erziehung des jungen Menschen beteiligt waren. Und das nennt sich Faktorenanalyse. Man kann also rausrechnen, welcher Lehrer ein bremsender Faktor war, im Durchschnitt über Tausende von Schülern hinweg, und welcher ein fördernder Faktor generell ist. Das kann man ausrechnen und danach kann man alle Gratifikationen messen. So ähnlich wie in den USA, ja? Also so ein Qualitätsmanagement, genau. Dass ein einzelner Schüler natürlich subjektiv einen Lehrer nicht mag, warum auch immer, wie ein Lehrer auch mal einen Schüler nicht mag, das würde aber, sage ich mal, keinen Abbruch tun, denn die Intelligenz der Masse, das kennen Sie auch, wenn Sie jetzt über die große Zahl hinweg, wird das Ergebnis ziemlich genau das treffen, was es ist. Die haben natürlich jetzt das Problem. Ich wäre jetzt neugierig, ob es einen Unterschied gibt zwischen diesem beruflichen Einstiegsgehalt und diesem beruflichen Erfolg und dieser subjektiven Einschätzung, ob man dann hinterher einen Unterschied feststellt. Könnte man ja spaßes mal untersuchen. Sie vermuten keinen Unterschied, ich vermute vielleicht doch einen kleinen Unterschied. Kann ich jetzt auch nicht beurteilen, aber ich denke, es wäre gut, wenn tatsächlich solche Mechanismen greifen würden, dass eben einer nicht gesetzt ist und bleibt dort bis zur Pensionierung. Weil dadurch hat er ja eine Macht und eine Fülle, er kann sich im Prinzip alles erlauben, außer strafbar zu werden. So. Aber Sie haben den Grundgedanken verstanden, wenn ich jetzt beim Arzt hingehe und je gesünder ich mich entwickle und je besser meine Wohlfühlnote sich entwickelt, die ich bei dem Staat gegenüber abgebe, so wahlmäßig, das ist quasi die zweite Wahlstimme, die Sicherheitsgefühlnote und die Wohlfühlnote, die allgemeine Wohlfühlnote ist sozusagen sowas wie eine Wahlstimme, die ich mit abgebe, dass dadurch sozusagen dann der Arzt plötzlich an meiner Gesundheit vitalst interessiert wird, der Lehrer total am beruflichen Erfolg der Schüler interessiert wird. Ganz anders. Genau, wir sehen, also die Professoren sehen Deutschland als eine einzige Fehlanreizgesellschaft, die durch positive Anreize korrigiert werden muss. D'accord. Und jetzt wollte ich Ihnen aber noch den Tauschhandel erklären, weil das war die geschichtliche Frage. Nein, wir dürfen den Handel nicht abschaffen. Also deswegen, ganz kurz gesagt, die Dynamik des Tauschhändlers ist folgende. Ich mache jetzt mal zwei Beispiele, wie die Dynamik aussieht. Stellen Sie sich vor, den ersten Waffenhändler der Menschheitsevolution vor 400.000 Jahren. Er hat Steinäxte im Gepäck und zufällig per Mutation und Selektion, errare humanum est, erzählt er eine Irrtumsgeschichte, nämlich dass angeblich 100 Kilometer weiter eine Gruppe die andere nachts totgeschlagen hätte. Das löst in den Gehirnen der Menschen panische Ängste aus, die kaufen mehr Steinäxte und er wird dieses Erfolgsmodell des Erzählens manipulativer Geschichten weiterführen, weil es Umsatz bringt. Und Werbung. Ja, klar, es ist Werbung. Also man erzählt irgendwas, weckt ein Bedürfnis, ein Sicherheitsgefühl, eine Angst
Und schon läuft es. Und provoziert ein Bedürfnis, was gar nicht vorher gab. Ja, aber es geht ja ums Geschäft. Und er weiß halt, er hat mit diesem System Erfolg. Wie wollen Sie ihm das aberziehen? So, jetzt weiter. Zweites Beispiel, bevor wir die Lösung sagen. Das zweite Beispiel ist, dass der Händler zum ersten Mal die Vorläufer von den modernen Zuckerwaren dabei hat, die unsere ganzen Kinder krank machen, die Zähne ruinieren, Diabetes und Krankheiten erzeugen. Ja. Und jetzt ist es so, dass die Mutter hat das Vitalinteresse, dass das Kind gesund aufwächst. Dem Händler ist das relativ egal. Sobald das Kind nicht tot umfällt, will er... Chefmacher. Es geht ihm nur ums Geschäft, sonst wäre es kein Händler. Und deswegen, und das kann man nur kontern, das kann man jetzt nur ändern, indem auch der Händler mit ins Gesundheitssystem reingezogen wird und aus der Krankenversicherung einen so großzügigen Gewinnzuschlag bekommt, dass es für ihn nicht mehr wichtig wird, Nutella zu verkaufen, sondern für ihn nur noch wichtig ist, gesundes Biogemüse, Obst und so weiter zu verkaufen, also seinen Markt in einen Verführungsmarkt Richtung Gesundheit zu verändern. Denn wenn er bei Nutella bleibt, hat er geringere Gewinne, als wenn er meine Gesundheit fördert. Denn ich gehe mit meiner Krankenversicherungseinkaufskarte hin, weil ich das will, dass es gemessen wird. Und dann wird geguckt, meine Gesundheitsdaten werden in Bezug zu dem Händler gesetzt, bei denen ich einkaufe. Beim Alnatura, da und da, ja, Rewe, überall. Und dadurch wird der Händler, verliert er sein Interesse daran, uns Müll zu verkaufen. Leuchtet ein? Das leuchtet ein, wiewohl das System schwierig zu implementieren sein wird. Sie müssen ja alles erfassen. Aber wir haben uns darüber, 51 Jahre haben sich diese 24 Professoren genau darüber Gedanken gemacht. 51 Jahre, wir wissen, wie das geht. Das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, dem Bundeswahlleiter, dem Sie Ihre Wahlstimme ja auch anvertrauen und dem Sie ein gewisses Vertrauen gegenüberbringen, den machen wir zu einer Sicherheitshochburg des Datenschutzes und nur dort laufen die Daten zusammen. Ja, also das heißt, wir müssen, denn alles andere geht über Zahlen. Nur an einer Stelle wird die Zahl und die Person noch assoziiert werden und das mit kriminalpolizeilicher Dauerüberwachung im Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden beim Bundeswahlleiter. Nur dort. Und die bauen wir zu einer Sicherheitshochburg des Datenschutzes aus. Ja? Der Firewalls und der was auch immer, dass da niemand drankommt. Ja? Vielleicht gehen wir sogar dazu über, dass wir gar nicht die Verbindung zwischen Zahl und Namen, dass wir die vielleicht schriftlich machen und nicht hackermäßig, dass wir sie gar nicht im Computer haben. Alles, was digital ist, kann gehackt werden. Es gibt nichts, was nicht. Machen wir das schriftlich. Ja, ja, ja. Schrank einschließe ist sicherer. Ja, ja, ja. Riesige Tresore, nicht nur Aktenschrank. Wir machen wie Fort Knox den größten Tresor Deutschlands, in dem das ist die einzige Verbindung zwischen Zahl und Name. Hm? Ansonsten ist alles nur Zahl. Und das wäre das neue Gesellschaftsmodell. Sie wollten 5 Minuten. Wenn ich jetzt 3 Stunden darüber rede, sehen Sie das Ganze. Aber jetzt haben wir, also quasi jetzt, die Formel lautet also quasi, der Lebensmittelhändler wird mit reingezogen ins Gesundheitssystem und der Waffenhändler kriegt die Folgendes. Lieber deutsche Waffenkonzernaktionäre, wir halten als Regierung, weil wir ja so viel Geld dadurch einsparen, wir sparen übrigens durch solche Reformen jedes Jahr bis zu 500 Milliarden ein, im Gesundheitsreform allein 70 Milliarden jedes Jahr können wir allein durch die Gesundheitsreform einsparen. Das behauptet der Arzt Christian Zimmermann, das ist der Chef des Allgemeinen Patientenverbands Deutschland. Der sagt, er hat auch schon eine eigene Gesundheitsreform entwickelt, die dem Herrn Spahn vorgestellt hat. Und der sagt, 70 Milliarden ist locker drin durch jede vernünftige Gesundheitsreform. Und wenn wir 500 Milliarden plus haben, dann sagen wir zu den Aktionären, liebe Waffenindustrie-Aktionäre, Großaktionäre, wir halten eure Dividenden von Staats wegen dann konstant, wenn im nächsten Jahr die Zahl der getöteten Menschen bei Terrorakten und Kriegen weltweit um 5% zurückgegangen ist. Das müssen wir natürlich nach und nach weltweit, das System. Die deutsche Waffenindustrie ist am weltweit. Ja, ja. Aber wir sind uns einig, dass dieses dritte System natürlich auf die ganze Welt angewendet werden soll.
Und dieser Waffenhändler, Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Waffenkonzerne dann einfach eine neue Abteilung aufmachen, die sogenannten Friedensförderungsabteilung. Da werden Friedensarbeiter angestellt, frühere Sozialarbeiter. Alle werden, die gehen in den Nahostkonflikt und die verhandeln mit den Leuten, machen ihnen klar, wie unser System auch die Kriege provoziert hat und gefördert hat und die Waffenindustrie daran beteiligt war und dass sie deswegen Frieden schließen sollten, weil sie sich nicht von unserem falschen System weiterhin aufhetzen lassen sollten. Und schon haben sie mehr Frieden in der Welt. Und dann gibt es nach wie vor gleiches Geld. Das heißt, das Wesen dieses Systems ist, dass alle, die etwas gegen dieses System haben könnten, so großzügig entschädigt werden aus den gewonnenen Welten, dass sie keinen Widerstand mehr machen. Ja, klar. Klingt gut, aber... Ich sage Ihnen die Lösung. Ja, ich sage Ihnen sofort. Ganz einfach. Haben Sie heute gesehen, dass hier RTL da war? Also, wenn jetzt hier Greta Thunberg säße, hier, Luisa Neubauer, lauter Fridays for Future-Schüler hier, was meinen Sie, wie viele Journalisten jetzt um uns rum säßen, wären? Was schätzen Sie? Ich schätze, dass viele hier wären. Und jetzt stellen Sie sich vor, vielleicht wäre sogar noch Frau Merkel dabei, weil sie von Greta eingeladen worden wäre zum Talk. Und dann würde Greta nur einen einzigen Satz sagen. Ich wollte mich ja eigentlich unabhängig von jeder Gruppierung halten. Aber jetzt haben mir die Scientists for Future 2 mit dem dritten System ein Angebot gemacht, dass wir für Deutschland 900 Milliarden Euro fürs Klima bekommen würden aus dem Gewinn der Transformation des Systems. Außerdem habe ich angefangen zu ahnen, dass wir alle dadurch gesünder und glücklicher leben könnten, weil die gesamte Wirtschaft ein Interesse an einer gesunden Bevölkerung hat dann, ja? Und ich verstehe es nicht ganz. Ich würde mich auch nie damit direkt assoziieren. Ich bin unabhängig. Fridays for Future bleibt unabhängig. Aber lasst uns doch mal, was tut uns denn daran weh, in jeder Talkshow der Welt in Zukunft stundenlang mal zu diskutieren, ob das dritte System, der Scientist for Future 2, uns nicht alle helfen könnte. Was denken Sie, was passieren würde? Ja, es wird ein Umdenken, zumindest ein Nachdenken stattfinden. Zumindest mal eine Diskussion. Denn diese Nachricht, dieses Video dann mit der Greta, ginge wie jetzt bei YouTube um die ganze Welt. Sie finden jedes Wort, das Greta sagt, landet beim Hinduismus, es landet in Indien, es landet in China, es landet in jedem Land der Erde. Und genauso würde dieser Satz auch dort enden. Und das ist unsere einzige Chance. Und woran hängt's? Warum kann ich jetzt nicht einfach hingehen, obwohl ich mittlerweile gute Beziehungen habe zu vielen der jungen Leute? Was meinen Sie, was könnten Sie denken, so aus Ihrer Lebenserfahrung heraus? Warum schreien die nicht Hurra und sagen, das machen wir sofort morgen? Warum nicht? Weil sie frustriert sind, weil sie keine Hoffnung haben, dass es funktioniert. Es ist viel schlimmer. Es ist viel schlimmer. Die Fridays for Future haben sich gerade eben wieder zu den Linksextremisten bekannt. Ende Gelände, Extinction Rebellion, Antifa und so weiter. Das heißt, die träumen von einer Revolution. Die wollen nicht ohne Enteignung. Ich habe letztens mit der Kommunistischen Partei Deutschlands gesprochen und hat gesagt, ihr System ist ja wunderbar, das ist ja so menschlich und so sozial und Kommunen entstehen, die Menschen leben wieder miteinander. Der Arzt sorgt für die Aufhebung der Vereinsamung, aber wir bestehen auf Revolution und Enteignung. Ja, dass das nicht funktioniert, haben wir ja schon x-fach erlebt. Sagen Sie mal, dass der junge Leute, es funktioniert nicht. Also es hat nie funktioniert. In einem verrotteten Land wie Kuba, da konnten sie eine Revolution hinkriegen. Und was hat die aus dem verrotteten Land gemacht? Ein verrottetes Land. Wirtschaft total am Boden, die Leute, die Gesundheitsversorgung gleich null. Es hat nirgendwo funktioniert, nicht in Russland, nicht in China. In China ist jetzt ein Turbokapitalismus. Ne? China hat sich zum Turbokapitalismus entwickelt. Genau, der aber zentral gesteuert wird, deswegen kommen sie auch so voran. Die Menschen in China leiden natürlich furchtbar, die haben es nicht schön. Es funktioniert nicht ohne Eigentum. Es funktioniert nicht und... Es funktioniert auch nicht ohne Wettbewerb und ohne Markt. Wenn Sie das Bonussystem, den Wettbewerb so umdrehen, dass die Leute dann einen anderen Anreiz haben, dass sie dann tätig wären in die richtige Richtung, dann haben wir gewonnen. Aber im Moment ist das für mich, also ich kann es nicht erkennen. Also das heißt, also sehen Sie,
ich arbeite hier seit Monaten daran, immer besser ins Gespräch. Ich habe den jungen Leuten von den Professoren aus 50 Euro die Stunde angeboten, nur für ein Treffen, wo wir gemeinsam googeln und bei Wikipedia nachschauen über natürliche Fakten, naturwissenschaftliche Fakten, warum in der DNS so etwas wie ein Wettbewerbselement immer drin enthalten ist, dass jeder, sogar der friedlichste Bonobo, die friedlichste Art der Erde außer uns Menschen, die praktiziert trotzdem Wettbewerb, weil jeder Bonobo-Mann so viel versucht, den Frauen und Kindern zu schenken, dass er mit der größten Wahrscheinlichkeit der Vater des nächsten Kindes in der Gruppe wird und der hat den Ehrgeiz, er will Vater aller Kinder in der Gruppe werden. Also, und wenn sie das nicht drin haben, dass sie den Menschen die Möglichkeit geben, besseren Erfolg zu haben als andere, dann schalten sie ein Naturelement der DNS aus. So ist es, das richtig, ja. Dann sagen Sie noch mal abschließend den jungen Leuten den schönen Gruß. Bitte beschäftigt euch mit dem dritten System und glaubt nicht mehr an die Revolution. Genau, junge Leute, bitte rennt nicht diesen alten Ideen hinterher. Guckt in die Geschichte, es hat nicht funktioniert. Es hat großes Leid, viel Elend gebracht. Heute noch, guckt einfach hin, so geht es nicht. Ihr könnt den Leuten nicht alles wegnehmen und dann hoffen, dass es besser wird. Es wird dann nur schlechter.